Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier, der so mit dem Kopf wackelt, das ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog und ich bin der Sashi von Schoki Banoki. Und wir haben heute den 1. Juli. Am 1. Juli hat Geburtstag wer? Liv Tyler. Liv Tyler, schon in der Granate, die Kleine, auf ne? Jeden Fall. Ja, hier sehen wir sie. Hammer, oder? Ja, also zu ihrer Hochphase, sagen wir mal. Vor allem, wenn du dir bewusst machst, wer ihr Vater ist. Breitmaulfrosch. Steven Tyler, Sänger von Aerosmith. Die Mama muss ja eine Granate sein von denen. Ja, weil... Also, die Mama, also er ist ja... Also normalerweise, der Till... wie heißt er? Steven Tyler? Steven Tyler, genau. Nicht der Till Tyler. Till Tyler? Der Steven Tyler ist ja wirklich hässlich. Gar kein Hingucker, ne? Und sie ist eine Rakete. Umkehrschluss, die Mama von der muss ja eine Waffe gewesen sein. Also sowas von, die würde mich mal interessieren. Das, zu ihrer Hochphase. Das müsste man mal recherchieren. Also. Wäre sehr interessant. Also richtig geil. Aber sie ist ja bekannt hier, ne? Sie ist ja schon mit den Hobbits rumgelaufen und so. Ja, genau, die ist ja eigentlich eine Elbe. Ja. Ja, genau. Und am 1. Juli nimmt auch der Internationale Gerichtshof seine Arbeit auf. In wo? Du hast doch die Information. Ja, hätte sein können, dass du weißt, wo der Internationale Gerichtshof stattfindet. Ich informiere mich nur über das, was für mich interessant ist. Sag doch einfach, dass du keine Ahnung hast. Hätte ja Allgemeinwissen sein können. In Den Haag. In Den Haag, ja, das ist, aber wo Den Haag ist, weißt du? Ja. Wo? Das ist in den Niederlanden. Ja, sehr gut, bravo. Das ist, Den Haag ist was? Ja, Sitz von dem Gerichtshof. Na ja, ja, aber Regierungssitz von Den Haag. Nicht Hauptstadt, sondern Regierungssitz. Verstehst du? Ach komm, ist egal. Ja, aber was ist heute noch am 1. Juli? Ja, das ist eigentlich noch was für dich. 1. Juli ist nämlich der internationale Witzetag. Witzetag, was ist dein Lieblingswitz? Ich kann mir keine Witze merken. Echt nicht? Nein. Irgendein Witz? Ach, ich kannte mal einen irgendwie, aber der ist uralt, der war im Kindergarten oder, lustig. Sag doch mal. Also, Hase, Hund und Frosch sitzen zusammen im Wald. Schon scheiße. Aber egal, erzähl mal weiter. Ja, dann sagt der Hase zum Hund so, oh, was bin ich eigentlich? Und dann sagt der Hund zum Hasen, naja, du hast zwei lange Ohren, hinten eine kleine Blume, so komische, krumme Beine, du bist halt ein Hase. So, dann sagt der Hund, ja scheiße, was bin ich eigentlich? Sagt dann der Frosch zum Hund, ja, du hast scharfe Zähne, hinten eine lange Rute, ein bisschen wolfsähnlich, du musst ein Hund sein. Also, ah ja, klar. Und dann sagt der Frosch, scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich bin. Und dann sagt der Hund, du hast keine Haare, hast keine Ohren, du bist Niki Lauda. Ja. Ja, das war der Witz Bulla. Des Tages. Ja, der Witz des Tages am Witz, am Tag des Witzes. So ja. Heißt das doch, gell? Ja, am Tag des Witzes. Und machen wir schnell eine Überleitung. Ja, heute am 1. Juli 2001 wurde die Volljährigkeit von 19 Jahren auf 18 Jahre herabgesetzt in Österreich. Oh. Ja, warst du schon mal in Österreich? Nein. Du warst noch nie in Österreich? Ich bin mal durchgefahren. Also du warst schon in Österreich nur auf, ich bin mal durchgefahren. Auf der Autobahn? Ja. Warum warst du denn in Österreich? Kärnten, Wien, Klagenfurt? Nein, ich bin durchgefahren. Ich war, echt nicht? Als ich in die Ukraine gefahren bin, bin ich da. Warum magst du keine Österreicher? Ich habe nie gesagt, dass ich sie nicht mag. Ich habe sie nur noch nie effektiv besucht. Echt? Auf jeden Fall ist 2001 am 1. Juli die Volljährigkeit von 19 Jahren auf 18 Jahre heruntergesetzt worden. Das heißt, am 1. Juli ist das passiert, dann hat Liv Tyler Geburtstag, dann ist heute Tag des Witzes, aber des guten Witzes, das wäre ganz cool. Und was ist heute noch? Habe ich noch irgendwas gehabt? Ach ja, Den Haag Internationaler Strafgerichtshof wurde eröffnet. Das war 2002. Ist ja auch wurscht. Ja. Morgen gibt es viel mehr Fakten, viel mehr tagesloses Angeberwissen. Da ist der Till da nicht dabei. Aber morgen und heute könnt ihr auch schon auf seinen Kanal gehen und gucken, was er so treibt. Till und sein Vlog heißt der Kanal. Aber natürlich auch immer Schoki Banoki gucken. Ne? Eben. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.